Hallo, mein Name ist Peter Rumm, ich bin Teil des diagnostischen Teams bei der Customed. Die Abklärung von Vorhofflimmern ist vermutlich die häufigste Fragestellung im Langzeit-EKG. Die diagnostische Definition von Vorhofflimmern ist vergleichsweise einfach. Es liegen keine P-Wellen vor und es herrscht ein unregelmäßiger Rhythmus. So einfach wie Vorhofflimmern diagnostisch zu definieren ist, so schwierig ist es technisch zu erfassen. Denn die P-Wellenerkennung ist maßgeblich abhängig von der Signalqualität, die in einem Langzeit-EKG stark schwanken kann. Und so bleibt als schlussendlich letztliches Entscheidungskriterium häufig nur noch das Arrhythmieverhalten in diesem Langzeit-EKG übrig. Aus diesem Grund ist es einfach wichtig, dass dem Anwender ein hilfreiches Instrument an die Hand gegeben wird, mit dem er in die Lage versetzt wird, Vorhofflimmern schnell und einfach, idealerweise auf einen Blick zu erkennen. Und ein solches Tool, nämlich das Tool Vorhofflimmerdiagnostik im Langzeit-EKG der Custodiagnostik, möchte ich Ihnen heute vorstellen. Im Modul Vorhofdiagnostik haben Sie zwei Screens zur Verfügung. Im ersten Screen, dem Relief-EKG, haben Sie verschiedene Ansichten, wie beispielsweise im Trend-EKG auch, haben Sie erstmal oben den HF-Trend. Aber anders als beispielsweise im Trend-EKG wird hier der HF-Trend so dargestellt, dass jedes RR-Intervall einen Punkt repräsentiert. Sie haben also eine nicht minutengemittelte Linie wie im Trend-EKG, sondern Sie haben eine Linie, die sich aus einzelnen Punkten, aus den RR-Intervallen der einzelnen EKG-Schläge zusammensetzt. Und diese Linie kann nun je nach Situation im Langzeit-EKG unterschiedlich beschaffen sein. Die kann natürlich nach oben und nach unten gehen, in Abhängigkeit von der Herzfrequenz. Die kann sich aber auch aufspalten und sie wird sich in diesen Bereichen aufspalten, in dem ein unregelmäßiger Rhythmus vorliegt. Das heißt, wenn Sie im HF-Trend solche Passagen erkennen, ist das schon mal ein Indikator für Sie, so eine Passage anzuspringen. Dafür haben Sie einen Cursor im HF-Trend und je nachdem, wohin Sie diesen Cursor setzen, beeinflussen Sie die Ansichten der anderen Elemente in diesem Screen. Sie haben links zwei kleinere Fenster, zwei quadratische Fenster. Das obere dieser beiden Fenster stellt einen Lorenzplot dar. Dieser Lorenzplot gibt Ihnen eine Punktewolke des Bereichs, den der Cursor im Herzfrequenztrend umfasst. Und dieser Lorenzplot ist sehr charakteristisch für die rhythmologischen Verhältnisse in diesem EKG. Haben Sie beispielsweise einen Sinusrhythmus vorliegen, dann entsteht eine Torpedo- bzw. zigarrenförmige Struktur in diesem Lorenzplot. Wenn Sie eine Extrasystolie vorliegen haben, dann entstehen Strukturen an dieser torpedoförmigen Struktur, die wie Schmetterlingsflügel aussehen können oder wie Libellenflügel. Das ist dann eben ein Hinweis für ventrikuläre oder supraventrikuläre Extrasystolie. Wenn Sie Vorhofflimmern vorliegen haben, dann entsteht eine punkteförmige Wolke im linken unteren Eck dieses Rechtecks. Unter dem Lorenzplot finden Sie einen QRS-Komplex. Sehen Sie einen QRS-Komplex? Das ist ein geaveragter, ein gemittelter QRS-Komplex. Und hier ist für Sie das entscheidende Kriterium, liegt dort, sehen Sie dort eine P-Welle oder nicht. Das heißt, hier werden Schläge gemittelt und es wird geschaut, liegt denn hier eine P-Welle vor? Ist eine P-Welle vorhanden, wissen Sie Sinusrhythmus, kein Problem. Ist keine P-Welle vorhanden, ist das ein weiteres Kriterium, ein weiteres Merkmal für Vorhofflimmern. Und um das jetzt noch weiter zu verdichten, sehen Sie etwas größer dargestellt das Relief-EKG. Dieses Relief-EKG besteht einfach aus EKG-Streifen von 3, 4, 5 Schlägen, die jetzt hintereinander gelegt werden und auf den mittleren QRS-Komplex gesetzt werden, so dass Sie die Abstände der QRS-Komplexe links und rechts von diesem mittleren QRS-Komplex
als weiteres Kriterium für die Rhythmik in diesem EKG hernehmen können. Und haben Sie Ihr Sinusrhythmus, dann stehen die QRS-Komplexe in der Mitte sowieso, aber auch links und rechts davon, wie die Zinnsoldaten hintereinander. Es herrscht also ein geordneter Rhythmus in diesem EKG. Wenn Sie Vorhofflimmern haben, dann ist dieser Rhythmus komplett aufgehoben. Es herrschen arrhythmische Verhältnisse und das sehen Sie auf einen Blick in diesem Relief-EKG, denn dann gehen die QRS-Komplexe ganz wild durcheinander. Es ist also ein ungeordneter Haufen von QRS-Komplexen dort zu sehen. Wenn Sie das jetzt abschließend und mit hundertprozentiger Sicherheit bestätigen wollen, ist das sehr einfach. Sie haben rechts eine Reihe von Knöpfen, auf die Sie drücken können. Fangen wir mal oben an auf der rechten Seite. Da können Sie die Zeit einstellen, und zwar die Zeit an EKG, die Sie in der Reliefansicht sehen möchten. Da haben Sie die Möglichkeit, eine Minute, zwei Minuten oder drei Minuten darzustellen. Sie haben darunter die Möglichkeit, den für Sie am besten geeigneten Kanal auszuwählen. Bei einer Eindhoven-Ableitung sehen Sie hier römisch 1, 2, 3. Gehen Sie einfach mal die einzelnen Kanäle durch und schauen Sie, welcher Kanal Ihnen hier die beste Darstellung bietet. Und Sie haben noch ein paar weitere Funktionalitäten, die darunter liegen. Nämlich, Sie können, wenn Sie jetzt einen Abschnitt haben, wo Sie sagen, ja, das ist charakteristisch und das möchte ich gerne in meinem Bericht haben, drücken Sie hier einfach auf Drucken. Und machen dann sozusagen einen Screenshot von der Ansicht, die Sie hier auf dem Bildschirm haben. Und diese Ansicht ist dann Teil Ihres Ausdrucks oder Ihres exportierten PDFs. Außerdem haben Sie hier noch die Möglichkeit, auf EKG zu drücken. Und das ist jetzt wichtig für die abschließende diagnostische Abklärung. Sie drücken auf EKG und bekommen nun einen Ausschnitt des Original-EKGs. In diesem Ausschnitt können Sie nach links und rechts scrollen. Und können nun schauen, liegt hier tatsächlich Vorhofflimmern vor und an welcher Stelle beginnt es. Und können so eben zweifelsfrei feststellen, ist Vorhofflimmern da oder nicht. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, hier beginnt die Flimmerepisode, können Sie diesen Bereich auch gleich definieren, indem Sie auf den Knopf Bearbeiten drücken. Dann geht ein Dialog auf. Und die Cursor-Position, die Sie ausgewählt haben, markiert den Anfang der Flimmer-Episode. Das ist dann im linken Bereich dieses Dialogs schon gesetzt. Im rechten Bereich des Dialogs definieren Sie jetzt einfach noch das Ende dieser Flimmer-Episode. Das heißt, Sie suchen sich das Ende in dem EKG, setzen den Cursor dahin, sagen, hier ist die Flimmer-Episode zu Ende und haben so diesen Bereich des Vorhofflimmerns definiert. Sie haben neben dieser Ansicht und neben diesen Funktionalitäten im Relief-EKG auch noch die Möglichkeit, auf Lorenzplot zu drücken. Das ist die zweite Ansicht, die Ihnen im Tool VHF-Diagnostik zur Verfügung steht. Der Lorenzplot dient Ihnen, um Flimmer-Episoden schnell und einfach zu identifizieren, wenn die nicht so ohne weiteres im Relief-EKG zu finden sind. Es ist ganz einfach, klicken Sie auf Lorenzplot, spannen Sie den Lorenzplot auf, idealerweise auf die 24 Stunden. Sie können aber rechts in der Ansicht Lorenzplot eben auch eine Stunde, zwei Stunden oder drei Stunden auswählen oder eben das Gesamt-EKG und bekommen jetzt eben den Lorenzplot beispielsweise über 24 Stunden. Haben Sie eine zigarrenförmige Struktur, das wissen Sie schon, müssen Sie nichts weiter tun, dann ist in diesem EKG kein Vorhofflimmern. Sie können sich den nächsten Tag anschauen, wenn Sie beispielsweise eine Multiday-Auswertung haben oder das nächste EKG. Wenn Sie da aber diese wolkenförmige Struktur sehen, verkleinern Sie den zeitlichen Ausschnitt, schauen Sie, aha, hier, da, in diesem Bereich könnte nun Vorhofflimmern vorliegen. Gehen zurück zum Relief-EKG, schauen sich das im Relief-EKG genau an, markieren gegebenenfalls, wie vorhin besprochen, diesen Abschnitt und haben jetzt hier mit hundertprozentiger Sicherheit entweder Vorhofflimmern ausgeschlossen oder Vorhofflimmern in diesem Langzeit-EKG überprüft und bestätigt
und so einen sicheren und validen Befund generiert und das Beste für Ihren Patienten herausgeholt. Vielen Dank.